Wenn man das darauf reduziert, dass kriegerische Auseinandersetzungen verhindert werden sollten durch die EU, zeichnet man ein böses Bild über die Europäer, weil man ihnen unterstellt, sie würden also ständig im Krieg übereinander herfallen wollen, wenn sie nicht die EU hätten. Das, glaube ich, ist nicht der Grund. Wenn man die einzelnen Schritte der EU-Bildung verfolgt, stellt sich ganz klar heraus, dass es ein Bündnis ist von kapitalistisch organisierten Staaten, die über den EU-Binnenmarkt und die Normierung der Regeln die Rentabilität steigern wollten in diesem Raum. Alle Schritte von der Montanunion bis zuletzt sprechen dafür. Und es ist auch einigermaßen gelungen, also die durch den Abbau der Zollfreiheit, den Kapitalverkehr, den freien Arbeitskräfteverkehr und damit auch die bessere Ausbeutbarkeit aller Ressourcen zu nutzen. Das heißt, so wie Sie das beschreiben, ist das ein Zusammenhang, wo es um wirtschaftliche Interessen geht, wo es vielleicht auch um die politischen Bedingungen geht, wie sozusagen sich diese Interessen zueinander verhalten können. Jetzt kann man ja sehen, dass sich die EU keineswegs aus gleichen Mächten zusammengesetzt hat. Also es gab innerhalb der EU immer wieder Machtgefälle, die sich immer mal wieder auch verschoben haben. Aber es besteht bestimmt kein Zweifel dran, dass Deutschland in den letzten zwei Jahrzehnten da eine Vormachtstellung innerhalb der EU errungen hat. Wie kam es denn Ihres Erachtens zu dieser deutschen Vormachtstellung oder wie würden Sie die Beziehung Deutschlands da zur EU beschreiben? Da müsste man erst um zwei zurückgehen. Die Vormachtstellung ist bereits in der Nazizeit entstanden, das wissen viele nicht. Deutschland hat das übrige Europa im Krieg zerstört und ausgeplündert und gleichzeitig durch Millionen Zwangsarbeiter eine Industrie aufgebaut, die dem übrigen Europa überlegen war. 1948 etwa war die Industrieproduktion in Deutschland, in Westdeutschland, höher als 1935 vor dem Krieg. Ein Drittel der Produktionsanlagen war völlig neu. Ich will nur darauf hinweisen, dass die Startbedingungen bereits so waren, dass Westdeutschland durch die Nazi-Ära und die Zerstörung des übrigen Europas bessere Startbedingungen hatte als die anderen. Und diese Startbedingungen sind dann ständig ausgebaut worden. Und da wirkt ganz besonders, ich sage das mit dem Begriff kapitalistische Immanenz. Das ist so, dass Kapital dahin fließt, wo die bessere Rentabilität herrscht, wo die Vermehrung des Geldes, des Werts, also am besten funktioniert. Das war Deutschland in der permanenten Konkurrenz. Das wiederum lag daran, dass die deutsche Arbeiterklasse die Kolleginnen und Kollegen in Europa an die Wand gearbeitet hat. Wenig Streiks, konstanter Lohn, Disziplin, Feigheit vor dem Herrn. Dadurch ist eine Überlegenheit entstanden, mit der auch des Weiteren das übrige Europa nicht mithalten konnte. Dadurch ist Kapital nach Deutschland geflossen, hat Deutschland seine Vormachtstellung ausgebaut und ist das übrige Europa entleert worden, letztendlich dann verschuldet worden, weil man angewiesen war auf Lieferungen aus Deutschland, die man nicht mehr bezahlen konnte und insofern Schulden gemacht hat auch. Wenn Sie jetzt betonen, dass die deutsche Vormachtstellung innerhalb Europas, innerhalb der EU, sozusagen weiter zurückgeht als zu den Ursprüngen der EU, auch auf die auf den Nationalsozialismus, auf den Zweiten Weltkrieg zurückgeht, dann ist es ja trotzdem so, dass man zum Beispiel sehen kann, dass so Anfang der 90er immer wieder gesagt wurde, Deutschland ist eigentlich der kranke Mann Europas, also gerade was den Arbeitsmarkt betrifft und so weiter, also die verschiedenen Folgen der Deindustrialisierung, auch die Folgen der Wiedervereinigung hängen ja sicherlich damit zusammen, kann man dann trotzdem sagen, dass die EU dann zu einem Steigbügel geworden ist für die erneute Weltmachtstellung und auch sozusagen was die Produktivität betrifft Deutschlands? Ja, eindeutig. Also wenn ich das in Zahlen ausdrücken kann, soll Deutschland ist nach wie vor in der Weltkonkurrenz nicht vorne. Asien und Amerika sind rentabler. Und in der Konkurrenz verliert Deutschland jedes Jahr 150 bis 180 Milliarden Kapital in Richtung Asien und Amerika. Deutschland kann sich aber schadlos halten durch den Kapitaltransfer aus dem übrigen Europa, der sich etwa spiegelt in den Exportüberschüssen.
von Deutschland jedes Jahr 200 Milliarden mehr exportiert in andere Länder, heißt es, dass sie in der Größenordnung Produktion, Beschäftigung und Steuern abzieht aus diesem Europa. Das meinte ich mit der Entleerung vorhin. Das heißt, Deutschland baut seine Macht ständig über Europa selbst aus, hat aber dabei das Problem, dass es seine eigenen Absatzgebiete entleert. Und da trifft sozusagen die Krise des übrigen Europas durch das Ausbluten die deutsche Reproduktion selbst wieder. Ich möchte noch eins sagen, zurückblickend. In der Zeit, in der Deutschland attestiert wurde, der kranke Mann zu sein, war das im Wesentlichen Propaganda. Also die Briten wollten damals alles Mögliche Soziale streichen in der EU, um die eigene Rentabilität zu verbessern und haben diese Propaganda gegen Deutschland gefahren. Deutschland kam das sehr zu Pass damals mit der Agenda 2010 und so weiter. Hat man gesagt, ja, wir sind krank, deswegen müssen wir Hartz IV und einführen. Tatsächlich ging es der Schröder-Fischer-Regierung damals darum, die deutsche Vormachtstellung auszubauen zu einer Führungsposition in einem europäischen Block, der Achse Paris-Berlin-Moskau, wie es hieß, als Konkurrenzblock gegen Asien und Amerika. Sie haben nun also auch schon sozusagen die Beziehung von bestimmten Konstellationen innerhalb der EU beschrieben. Wenn wir die Zusammensetzung der EU heute betrachten, dann scheint es da ja mehrere Staaten zu geben, deren Regierungen zu verstehen geben, ja, so wie wir rechnen, bringt uns die Europäische Union eigentlich keinen Vorteil. Also da kann man zunächst erstmal einen Blick nach Osteuropa werfen. Zu solchen Staaten können zum Beispiel Polen, Ungarn, die Slowakei, also Staaten, die sich zunehmend gegen die EU richten. Wie kann man sich das denn erklären? Warum denken Sie, wollen die ihr je nationales Interesse nicht mehr an die EU binden? Also gerade Osteuropa kommt nicht los von der Angst vor der Sowjetunion, der ehemaligen Sowjetunion. Jetzt sieht sie Russland als permanente Bedrohung und schließt sich deshalb sicherheitspolitisch eher den USA und Großbritannien an, die auf diesem Gebiet aus ihrer Sicht und auch real mehr zu bieten haben als Deutschland. Deutschland ist kein sicherheitspolitischer Garant, will dahin kommen, wenn man die letzten Äußerungen von der Leyen, wir wollen jetzt führen militärisch, man übernimmt die NATO-Verantwortung für Litauen und. Also man versucht, dahin zu kommen, ist das aber noch nicht. Also man muss unterscheiden zwischen solchen sicherheitspolitischen Erwägungen und der Angst vor den Flüchtlingen, also rassistischen Erwägungen oder christlich-abendländischen Erwägungen in Ungarn etwa. Das sind sehr regressive Entwicklungen auch, die sich gegen Deutschland. Also zum Teil ist Antideutsch heute auch reaktionär im übrigen Europa bestimmt. Und es hat auch die Gründe, die eben angesprochen wurden, das Ausbluten durch die deutsche Ökonomie, also die Unterlegenheit. Und da ist ein Riesenproblem. Also Osteuropa, Polen etwa, Ungarn liefern 30 und etwa ein Drittel ihres Exports nach Deutschland. Sie hängen also im Grunde am Tropf der deutschen Ökonomie. Davon sich zu lösen, ist ungeheuer schwer für sie. Dann müssten sie die ganze Ökonomie umstellen, andere Abnehmer für ihre Produkte finden und so weiter. Auch das deutsche Kapital sitzt fest in Polen, Ungarn. Also man kann es nicht einfach vertreiben, ohne eine große Arbeitslosigkeit zu induzieren. Es lässt sich also nicht so leicht umstellen. Polen hat das angesprochen jetzt, die neue reaktionäre Regierung. Man wolle sich von Deutschland lösen und sich mehr Großbritannien zuwenden. Und da bin ich der Meinung, das wird ein Pleiteprojekt. Also es gibt schwer ein Entrinnen aus dieser Abhängigkeit. Es sei denn, Deutschland scheidet aus der EU oder aus dem Euro. Aber danach sieht es im Moment nicht aus. Sie haben jetzt erwähnt, dass zum Beispiel Polen sich eher an Großbritannien orientieren möchte. Deswegen ist es da auch lohnenswert, einen Blick auf Großbritannien zu werfen. Da bleibt ja jetzt abzuwarten, wie sich der Brexit jetzt genau vollziehen wird, welche genaue Formen der annehmen wird, in welchen Bahnen das verlaufen wird. Großbritannien hatte ja schon immer eine gewisse Sonderstellung innerhalb der EU. Und da stellt sich ja jetzt die Frage, wie es staatlicherseits dazu kommt, dass es eine Abkehr von der EU gibt und auch, warum ein großer Teil der Bevölkerung da gesagt hat, wir wollen als Großbritannien aus der EU ausscheiden. Können Sie sich das erklären?
Da bin ich ganz der Meinung des Oxford-Historikers Timothy Ash, der gesagt hat, die Mehrheit hat die Gelegenheit beim Schopf gepackt, um ihrem Hass auf Flüchtlinge, auf Zuwanderung, Globalisierung und auf kosmopolitische Eliten Luft zu verschaffen. Also wenn ich jetzt nochmal einen Anhänger der Leave-Kampagne zitiere, der gesagt hat, wir wollen zurück in die Epoche, in der uns die halbe Welt gehörte, also zum britischen Empire. Heute kommt die halbe Welt zu uns und macht, was sie will. Also es geht sehr wesentlich um die Vertreibung, es geht um die Konkurrenz zu Einwanderern, die man raushaben will, wieder aus dem Land. Und obendrein haben die Polit-Hasardeure Johnson und Farage von UKIP, von der rechtsradikalen UKIP, ihnen noch 350 Millionen Pfund in der Woche versprochen, die man überhätte, wenn man aus der EU austritt. Das wurde gleich anschließend wieder als Witz erklärt. Nein, das sind reaktionäre Strömungen oder Ideen, die bedient worden sind. Und da würde ich gerne einen Punkt ansprechen, den ich für sehr prekär halte in ganz Europa zurzeit. Das ist, dass die EU gar nicht wahrgenommen wird, wie sie ist, sondern als immer mehr als imaginärer äußerer Feind, der alles Nationale und Völkische angeblich bedroht. So unheilvoll wie Globalisierung, wie Flüchtlinge, Kosmopoliten, wie Polen und Bulgaren, die jetzt anstelle der Kapitalisten der Lohndrückerei bezichtigt werden. Als Sündenbock also für die Enttäuschung im System und als Propagandainstrument der Rechtspopulisten benutzt wird. Also man setzt sich nicht wirklich mit der EU auseinander, sondern baut sie auf als Propagandabild für die Renationalisierung in Europa. Wir haben jetzt über verschiedene Gründe gesprochen, warum es so eine Tendenz des Auseinanderdriftens innerhalb der EU gibt. Auf der einen Seite einige osteuropäische Staaten und auf der anderen Seite Großbritannien, wo jetzt sozusagen der Brexit in Gang gesetzt wird. Sind das alles Anzeichen, dass die EU jetzt langsam zusammenbricht? Ja, in verschiedener Weise. Ich spreche in meinem Buch Europa zwischen Weltmacht und Zerfall von mehreren Ebenen des Zerfalls. Einmal des Auseinanderdriftens des europäischen Blocks, der EU. Großbritannien ist meines Erachtens ein Schritt. Andere werden folgen. Möglicherweise die angesprochenen osteuropäischen Staaten, die, das kann man nicht ausschließen, vielleicht eine Neben-EU mit Großbritannien gründen werden. Die Außenminister haben sich getroffen, um Gemeinsamkeiten abzusprechen. Aber das wäre ein längerer Prozess dann. Daneben zerfällt die EU auch in Regionalismen. Großbritannien, ich weiß nicht, ob nicht der Queen Großbritannien um die Ohren fliegt, zum Beispiel. Die Schotten wollen in der EU bleiben, die Nordiren wollen auch in der EU bleiben. Nun wird eine Grenze gezogen, ein Zollwall, ein Normenwall zwischen Irland und Nordirland. Die Schotten werden sozusagen beim Ausstieg aus der EU in Mithaft genommen. Wie lange Großbritannien noch existiert, weiß man nicht. Man weiß nicht, wie lange Spanien noch existiert, Belgien existiert. Die nächste ganz große Krise wird aus Italien kommen. In Italien kommen, wo sich in den letzten 7 Jahren die faulen Kredite in den Banken, das darf man ja nicht vergessen, die Krise schmort ja weiter, die faulen Kredite auf 370 Milliarden verdoppelt haben. Alles das muss bereinigt werden. Es ist grotesk zum Teil. Die USA haben damals die Finanzkrise benutzt, um sich tatsächlich von der Fäulnis zu befreien, haben 500 Banken etwa geschlossen. In Deutschland und Europa schleppt man all diese faulen Banken und Kredite weiter mit sich herum. Irgendwann wird es zur großen Bereinigung kommen und was dann noch von Europa übrig bleibt, weiß ich nicht. Wenn man jetzt konstatiert, dass da zumindest die Möglichkeit besteht, dass die Europäische Union zusammenbricht, dann ist ja auch die Frage, wie man von links auf diesen Zerfall reagiert. Und ich habe das Gefühl, dass es da von der Linken, auch von der radikalen Linken, so ein seltsames Schweigen gibt, vielleicht so eine Art Ratlosigkeit. Ich erinnere mich, dass es im Jahr 2004 in Leipzig eine Demonstration gegeben hat, eine linksradikale Demonstration, die unter dem Titel stand, Neue Heimat Europa verraten. Und da wurde zum einen so eine Art europäischer Nationalismus kritisiert, zum anderen wurde eben auch die
deutsche Vormachtstellung innerhalb Europas da gebrandmarkt. Also die Idee Europa galt da als deutsche Großmachtsideologie. Und auch Sie haben zum Beispiel mal geschrieben, das linke Europa gibt es genauso wenig wie das linke Vaterland. Ja. Jetzt hängt aber das linke Schweigen über die EU sicherlich mit dem Umstand zusammen, dass an ihrer Stelle möglicherweise eben neuer Nationalismus, ein lokal bornierter Backlash treten, wie Sie das auch beschrieben haben. Gibt es denn angesichts dieser Tendenz trotzdem eine vernünftige Kritik an der EU, an der Ideologie Europa? Ja, bin ich der Meinung. Also ich habe, wenn ich das ergänzen darf, nicht nur gesagt, das linke Europa gibt es so wenig wie das linke Vaterland. Ich habe gesagt, warum sollte der linke Internationalismus, der das Ausplündern in der Welt beenden will, Grenzen ziehen, die hinter der Handelsfreiheit des Kapitals zurückfallen. Also ich würde es auch linke Ideen, den linken Internationalismus nicht eingrenzen wollen, so wenig wie auf die Nation, auch nicht auf Europa eingrenzen wollen. Ich finde, in der derzeitigen Konfliktsituation muss man sagen, dass der Kapitalismus gezwungen ist, die Grenzen für Waren und Menschen offen zu halten, schon für seine Just-in-Time-Produktionskette, dass er dadurch der liberalen und linken Lust auf Freizügigkeit und auf dem Internationalismus zumindest etwas näher steht als die Rückkehr zu Verhältnissen, in denen alles national und völkisch zu sein hat, ob das Sprache, Theater, Film, Fernsehen, Mode, Gesang, letztendlich der Zeugungsakt auch ist. Deshalb wäre es meines Erachtens fahrlässig, sich nicht vorrangig jetzt der Regression zu widersetzen als Linke. Ansonsten gilt für mich, wer Deutschland kritisiert hat, auch den Kapitalismus zu kritisieren und umgekehrt. Und Europa ist ein Bündnis kapitalistisch organisierter Staaten und ist genauso zu kritisieren, wie der Kapitalismus an sich zu kritisieren ist. Plus Kritik an der deutschen Vormacht, die sich zum Teil verheerend auswirkt in der Behandlung von Schuldnerländern, plus Kritik der mörderischen Außengrenzen in Europa, die aber auch von den Nationen gewollt sind und entschieden werden. Das darf man dabei nie vergessen.